Keine Frage, das, was wir derzeit erleben, ist schlimmer als das, was in der Finanzkrise passiert ist. Und der Grund ist ganz einfach. In der Finanzkrise haben wir einen graduellen Prozess gesehen. Bear Stearns kippte. Und dann war man ein bisschen nervös, dann hat man sich gedacht, macht nichts. Dann ist Lehman Brothers gekippt, die Märkte sind an diesem Tag gefallen, in den nächsten Tagen wieder gestiegen. Es hat gedauert, bis diese Liquiditätsengpässe sich durchs System gefressen haben. Und jetzt ist die Sache die, dass die Wirtschaft plötzlich total aus dem Nichts kollabiert, nachdem man vor 4 Wochen noch Allzeithochs an den Aktienmärkten erreicht hatte und meinte, man wäre in der besten aller Welten, in der überhaupt nichts schiefgehen könnte. Und es ist sozusagen die Hybris der Größenwahn, der jetzt auf den plötzlichen Kollaps trifft, der letztendlich dazu führt, dass wir eine massive Liquidierungen haben, dass wir Liquiditätsprobleme haben. Und heute sehen wir etwas, was die neue Qualität zeigt, nämlich dass die Panik praktisch alle Märkte erreicht hat. Wir erinnern uns noch, vor einigen Tagen war es so, da haben wir an den Aktienmärkten schon Panik gesehen ein Stück weit, aber wir haben im Devisenmarkt relativ stabile Verhältnisse gesehen. Jetzt ist der Devisenmarkt betroffen, wir sehen sichere Häfen wie etwa die norwegische Krone fällt 8%, das britische Pfund kollabiert. Wir sehen extreme Bewegungen am Anleihemarkt. Auch hier gibt es keine sicheren Häfen mehr. Warum ist das so? Weil alle Cash brauchen und alle alles verkaufen, was sie irgendwo haben. Und der Grund dafür ist auch wieder mal ein Fehler der Fed, die Swap-Lines, also praktisch die zur Verfügungstellung von Dollars, nur bestimmten Notenbanken gegeben hat. Und nach meiner Auffassung ist zum Beispiel ein wesentliches Geschehen, was wir heute sehen, an den Anleihemärkten, bedingt durch die Verkäufe amerikanischer Staatsanleihen durch China. Denn China hat nicht diese Swap-Linien. Das ist sozusagen wieder mal ein Fehler gewesen der Notenbank in den USA. Und wir sehen natürlich, dass wir auch politisch vielleicht nicht gerade besser aufgestellt sind als in der Finanzkrise. Bernanke hatte die Weltwirtschaftskrise studiert und hat erkannt, da muss sofort und sehr schnell Liquidität rein. Das Problem war dadurch letztendlich bewältigbar. Aber dann passierte etwas, nämlich der totale Exzess. Dann wurde sozusagen über die eigenen Verhältnisse gelebt. Die Schulden stiegen viel schneller als die Wirtschaft wuchs. Und es sind jetzt besonders die besonders exzessiven, die es am härtesten trifft, wie eine Boeing mit Aktienrückkäufen, die jetzt sozusagen von dieser Panik am stärksten befallen sind. Boeing ja heute unter $100 gefallen. Das drückte dann den Dow Jones noch besonders. Das ist also eine Kette von Ereignissen, die jetzt zu diesem systemischen Problem führt, das wir haben, und zwar an allen Märkten. Erstens der Fehler der Handelnden, auch die Trump-Administration macht jetzt nicht so die wahnsinnig gute Figur. Mnuchin mit der Aussage, ja, wir könnten bald eine Arbeitslosigkeit von 20% haben. All das sind natürlich katastrophale Aussagen. Dann haben wir eine Lagarde, die praktisch schon Panik bei italienischen Staatsanleihen hervorgerufen hat. Auch ein Fehler, sie ist Rookie, sie ist neu. Die anderen sind schon teilweise länger am Ruder. Also wir haben ein Problem mit der Qualität der Handelnden. Und wir haben auf der anderen Seite sozusagen ein Problem mit der Mentalität der Investoren, die, wie gesagt, vor kurzem noch meinten, alles wäre super schick und jetzt plötzlich eines Besseren belehrt werden. Das ist jetzt sozusagen das Thema, das Plötzliche, das Eintretende, das Kollabierende, und zwar jetzt sofort, und das in der Lebenswelt und Realität vieler, vieler Menschen, vieler Milliarden Menschen auf diesem Planeten. In der Finanzkrise haben die Leute einfach weitergearbeitet. Jetzt müssen sie grundsätzlich über ihr eigenes Leben nachdenken. Das mussten die allermeisten damals nicht, und das haben vor allem die Investoren nicht gemacht. Die sagten, die Notenbanken haben alles im Griff. Man könnte sagen, das ist Dostojewskis Schuld und Sühne. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die heute interessant und relevant sind. Vielleicht hier nochmal der Dow Jones, da standen wir noch bei 19.700 Punkten, ist schon ein paar Minuten her, sind wir jetzt deutlich drunter. Wir sind damit befreit von allen Gewinnen, seit Trump an der Macht ist. Wir sehen, dass wir hier vielleicht eine Chance haben, wie Sven Hendrik hier gezeigt hat, dass wir hier diesen Bereich nochmal verteidigen können. Denn es ist natürlich so, es gibt Hoffnungselemente auch in der jetzigen fast apokalyptischen Situation, und dieses Hoffnungselement ist einerseits vielleicht ein Impfstoff, andererseits vielleicht die Hoffnung, dass es doch nicht so krass kommt mit den Infektionen. Das sind zwei Motive, und wenn es so käme, dann haben wir jetzt eine immense Liquidität, die praktisch zur Verfügung gestellt ist, und dann könnten wir nochmal ein unglaubliches letztes Hurra erleben, also sozusagen Schuld, Sühne und dann der nächste Exzess, und dann möchte ich die Sühne danach nicht erleben, um ehrlich zu sein. Jedenfalls haben wir hier schon gute Ansätze, etwa von Mark Cuban, der sagt, Leute, wir müssen jetzt den Angestellten helfen in der Firma, nicht den Chefs in der Firma, die sich jahrelang extrem bereichert haben, und er sagte, dass
ja, der Chef der Dallas Mavericks, wo Nowitzki Basketball gespielt hat, er sagte, dass Aktienrückkäufe von Firmen, die jetzt Unterstützung bekommen, für immer verboten werden. Finde ich richtig, finde ich gut, sehr gute Ansätze. Und es gibt hier vielleicht noch ein paar Sinnsprüche, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. In jeder Krise, in jeder schwierigen Situation kann man einen schwereren Weg gehen. Und dieser schwere Weg ist der von Leidenschaft, Courage, gegenseitigem Verständnis und Liebe hat was. Und dann vor allem, das hat mich heute am meisten ermutigt, dass nämlich diejenigen, die sich seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten mit dem Ende der Welt, mit der Apokalypse beschäftigen, jetzt sagen, nein, die Apokalypse kommt nicht, der Weltuntergang kommt nicht. Und wenn die sagen, die hatten ja in den letzten 100 Jahren, Hunderten von Jahren ja immer recht, also muss es ja stimmen. Noch ein paar interessante Dinge vielleicht, die ich Ihnen zur Anschauung bringen will. Natürlich jetzt hier im High-Yield-Bereich haben wir Stress. Boom, da plötzlich die Risikoprämien nach oben. Wir sehen, dass man in Europa jetzt überlegt, was man tun kann mit möglicherweise Käufen. Was wir jetzt brauchen, ist unbegrenzte Liquidität an gleichzeitig Verzicht auf Eintreibung von Schulden und Krediten, so hart es klingt. Und genau das könnte die Bank of England jetzt machen. Die Amerikaner haben heute gesagt, wir werden jetzt erstmal keine Foreclosures mehr machen, keine Verstreckungen, aber die Bank of England ist offenkundig schon am weitesten und dürfte der Trendsetter sein. Die sagt nämlich, wir werden jetzt der Unternehmen, direkt Unternehmen das Geld geben. Also da versucht man sozusagen die Liquiditätskanäle gleich richtig zu justieren. Das dürfte dann der Weg sein, der beschritten wird. Was haben wir noch? Wir haben Produktionsniederlegungen, BMW, Volkswagen, jetzt auch die Amerikaner. Wir haben eben diesen immensen Schock, gerade im Dollarbereich. Wir sehen, dass der Dow Jones 10.000 Punkte verloren hat. Vor 5 Wochen waren wir noch auf einem Allzeithoch. 17% dessen, was der Dow verloren hat, kommt von Boeing. Und Boeing ist seitdem um 72% gefallen. Schuld und Sühne, Exzess und die Rechnung dafür. Wir haben jetzt Situationen, dass wir Allzeittiefs haben, zum Beispiel bei Aktien, die steigen und die fallen. Es ist ein fast schon apokalyptisches Szenario. Wir sehen hier, dass eben auch der Anleihemarkt davor nicht geschützt ist. Und das ist vorwiegend der Fehler der Fed, indem man sagt, ja, ihr kriegt, die Schweizer kriegen, die Europäer kriegen und die Engländer kriegen und die Japaner kriegen, aber der Rest nicht. Und das kann eben nicht funktionieren. Deswegen sehen wir jetzt Liquidierungen, sehen wir Cash-Generierung an breitester Front. Kurzer Blick auf die Charts, was wir hier sehen. DAX von Capital, 6,5 Jahrestief, 8.225, S&P 2.297, besonders betroffen, wie gesagt, der Dow, den ich Ihnen hier nochmal zur Anschauung bringen will, da sind wir jetzt an der 19.000er Marke. Wir sehen, dass der Euro sich ein bisschen erholt. Wir haben, wie gesagt, Dollarstärke heute auf breitester Front. Dementsprechend tut sich auch Gold einigermaßen schwer, 1.489, und was bei Crude Oil passiert, jetzt im Bereich von 21 Dollar, das ist ohnehin historisch. 20% geht es heute nach unten. Das sind Dinge, die wir so selten gesehen haben. Ja, also das ist die Situation, meine Damen und Herren. Es ist schlimmer als die Finanzkrise. Das müssen wir auch intellektuell mal ein bisschen durchholen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wir werden jetzt umfassendste Maßnahmen erleben. Das kann dazu führen, dass die Apokalypse erstmal nicht kommt. Entweder auf dem medizinischen Gebiet oder auch auf dem markttechnischen Gebiet, dass plötzlich das Vertrauen wieder reinkommt und dann können wir durchaus eine saftige Rallye sehen, aber natürlich ist auch das Gegenteil möglich. Ich wünsche einen gleichwohl wunderschönen Feierabend und sag Servus und Ciao.